Black Ops 3, es ist endlich da. Ich habe Mittwoch ein Livestream gestartet. Über 3000 Zuschauer, über 10.000 Kommentare. Ich möchte mit Twitch jetzt aktiv sein. Sprich, immer wenn ich zocke, Black Ops 3, werde ich das immer livestreamen. Und ich habe dazu einen neuen Livestream gemacht, beziehungsweise Livestream-Kanal. Denn mein alter Kanalname hat mir nicht so gefallen. Und dieser heißt jetzt MrD390YT. Weil normales MrD390 war irgendwie schon vergeben. Und deswegen habe ich noch ein YT dahinter geklatscht. Bitte folgt mir doch auf Twitch, es würde mich sehr freuen. Unten in der Videobeschreibung ist natürlich der Link dazu. Und ja, dann sehen wir uns beim Livestream und jetzt viel Spaß bei dem Black Ops 3 Video. Jo, hallo Leute, euer MrD ist wieder am Start. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Danke dafür, dass du eingeschaltet hast. Black Ops 3 ist jetzt am Start und was steht alles auf meinem Kanal jetzt an? Die Leute, die schon sehr, sehr, sehr lange dabei sind, wissen da schon Bescheid. Aber kurz vorab, im Hintergrund Black Ops 3, ein erspieltes Gameplay von mir mit der Man of War, einem sehr geilen Sturmgewehr. Dazu werde ich auch noch mehr erläutern in einem anderen Video. Ja, Leute, was steht alles an? Ihr wisst ganz genau, die Leute, die schon Ewigkeiten dabei sind auf meinem Kanal, wissen, COD, das ist mein Hauptgrund, warum ich mit YouTube angefangen habe. Ich allerdings aber auch GTA, Destiny und ab und zu mal hier ein paar andere Sachen gebracht habe und auch Real-Life-Videos und so weiter und so fort. Genauso wissen die Leute, dass ich nicht die Videos hauptsächlich hochlade, die am meisten Klicks bringen, sondern die Videos hochlade, worauf ich einfach am meisten Bock habe. Und das sollte der Vordergrund sowieso bei YouTube sein, was ja auch alle Leute wissen, der Spaß. Es geht um den Spaß. Als Beweis, ich habe Videos hochgeladen von Black Ops, die kommen immer auf sehr gute Aufrufe, sag ich mal. Destiny hingegen nicht so viel. Aber es ist mir wurscht, weil einfach der Spaß mir im Vordergrund ist und das sollte auch so sein. Allerdings, was ist jetzt geplant? Geplant ist, dass ich wieder mich viel mehr auf COD konzentriere, sprich mit Black Ops 3. Und ich werde Abonnentenparty-Spiele bei Black Ops 3 natürlich machen. Die ganzen Abonnentenparty-Sachen, die Promoted, Challenge-Teil mit Abonnenten. Suchen und Verstecken, MrD sagt, alles werde ich bei Black Ops 3 machen. Das hatte ich auch geplant bei Ghost und bei Advanced Warfare. Bei Ghost war es so, dass COD fand ich gut, aber die Masse halt nicht. Advanced Warfare war einfach kein COD mehr, das war einfach ein reinster Rotz. Und Black Ops 3 sieht so aus, dass es die Masse wieder gut findet. Und dementsprechend werde ich mir das natürlich auch für die PlayStation 3 holen, nicht nur für die PS4. Denn auf der PS3 habe ich auch Abonnenten und damit ich auch mit den Leuten zocken kann und Videos aufnehmen kann, werde ich mir das Spiel auch für die PS3 zulegen. So, was ist aber geplant? Geplant ist, dass ich jetzt sehr viel COD raushaue, Black Ops 3 raushaue und das sind alle möglichen Variationen, darunter Sachen, die ich auch noch nie wirklich intensiv gemacht habe, aber da ich COD richtig herausstechen möchte auf meinem Kanal, wird das jetzt folgendermaßen ablaufen. Abonnenten-Party-Spiele sind ganz klar von der Tagesordnung, darunter die ganzen Spiele, die ich eben aufgezählt habe. Und dann haben wir noch ganz normal, ja, Commentaries, er spielt die Gameplays von mir, er spielt die Gameplays von Abonnenten, wenn er mich hier einsendet von Black Ops 3. Dann haben wir natürlich auch noch zur Auswahl andere Geschichten, wie zum Beispiel werde ich Waffen vorstellen, die ich gut finde, meine Klassen vorstellen, das habe ich bei Black Ops 2 auch gemacht, kam gut an. Ich werde meine Klassen vorstellen, was ich benutze im Team Deathmatch, was ich benutze im Such und Zerstören, warum ich das und das Perk gut finde, warum ich das und das nicht so gut finde, warum ich finde, dass es in dem und dem Spielmodus besser als das. Meine persönliche Meinung, viele wollten sowas hören, Black Ops 2 konnte teilweise was umsetzen, nicht alles, aber das ist im Black Ops 3, wird im Black Ops 3 anders sein. Ich werde da sehr viel mehr auf dieses Spiel einfach eingehen und natürlich auch den Zombie-Modus antesten, beziehungsweise zocken, zocken alleine, zocken mit Freunden, zocken mit Abonnenten zusammen. Und die Maps einfach mal so durchsuchten. Das sieht wieder nach einem COD aus, was eigentlich, ja, man sehr gut suchten kann. Und vor allen Dingen auch, was die meisten Leute, denke ich, auch mal wieder suchten werden, weil es da auch wieder Prestige gibt. Das war auch nicht mehr wirklich so in den letzten CODs, fand ich, das war nicht ein wirkliches Prestige. Man hat nicht wirklich irgendwie was freigeschalten bekommen, was mich jetzt persönlich angereizt hätte. Deshalb habe ich mir gedacht, yo, das ist das COD. Das muss einfach wieder jetzt gut werden. Und die Masse, laut anderen YouTubern, Whiskerwasser und so weiter, die finden es auch gut. Und ich denke mal, wenn auch die, haben ja hauptsächlich Call of Duty als Channel und wenn die es gut finden, dann wird die Masse natürlich davon auch positiv überrascht sein, beziehungsweise positiv gestimmt sein und das Spiel auch gut finden. So,
Die Sachen sind angesprochen, was ich alles größtenteils machen will bei COD, ja, Waffenvorstellung, Perks, Spielmodis vorstellen und die ganzen Sachen werden auf jeden Fall von der Tagesordnung sein bei Black Ops 3. Darunter werden auch noch natürlich so Sachen kommen wie Best of 5, Abschlusscamps von Black Ops 3, Funny Moments, all sowas werde ich hauptsächlich auf COD beziehen, auf Black Ops 3. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil es endlich mal wieder ein COD ist, was die Masse hoffentlich dazu anregt, es sich anzugucken, beziehungsweise dieses COD einfach mal wieder zu lieben, in der Hinsicht, dass das Spielen einfach wieder Spaß macht. Und was geplant ist, ich hoffe, ich kann es umsetzen. Ihr werdet am Montag ein Video hören. In diesem Video werde ich es dann bestätigen, ob es geklappt hat oder nicht. Und zwar habe ich geplant, dass nächste Woche, weil ich mit COD das herausstechen möchte, wie ich es euch gesagt habe, werde ich das so machen, dass ich nächste Woche, was geplant ist, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag werde ich, also sprich drei Tage extra, Videos raushauen und alles von Black Ops 3. Ich möchte da einfach einen kleinen Push geben, dieses Spiel, und möchte das herausstechen lassen. Und deshalb werde ich Montag um 13 Uhr ein Video raushauen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Das ist geplant. Ich hoffe, ich kriege es umgesetzt von meiner Zeit, die ich habe. Und Montag in dem Video werde ich auch direkt ansprechen, yo, ich habe es zeitlich umgesetzt bekommen. Also sprich, yo, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kommt zusätzlich noch ein Video zu dem Freitag. Oder ich werde sagen, Leute, sorry, ich habe es nicht geschafft. Und dann kommt regelmäßig wie montags und freitags halt ein Video. Aber ich versuche die erste Woche 5 Videos rauszuhauen. Und ich hoffe, ich bekomme das hin. Mittwoch ist natürlich auch wieder der erste, sprich der erste Mittwoch eines neuen Monats. Da haue ich auch immer meistens oder eigentlich immer ein Video raus für Twitch, das ich auch streame. Das werde ich da ausfallen lassen und darauf den eine Woche später dann auch hochladen. Damit die Leute Bescheid wissen, die gerne mir zugucken möchten, wenn ich streame, auch Black Ops 2 streamen werde, dass sie dann aktiv dabei am Start sind. Das war so viel zu Black Ops 3. Ich könnte auch jede Menge miterzählen, aber das war's von mir, das war's von dem Gameplay und freut euch einfach auf die Zukunft mit Black Ops 3. Ich hätte jetzt hier so eine Strichliste machen können, aber egal. Auf jeden Fall, freut euch, meine Freunde. Wenn ihr Fragen habt oder sonstige Sachen, unten in die Kommentare damit. Und abonniert ein paar Spiele, wenn auf der PS3 stattfinden, genauso wie auf der PS4. Macht euch da keine Sorgen. Dann sage ich nur noch, bis dann, Leute. Euer Mr. Adi. Haut rein und ciao. Und schreibt mir bitte auf Facebook, Twitch und Instagram!